und ich darf euch heute ein bisschen was über die Excel-Line erzählen. Ich bin Matthias Wellmeier, arbeite bei der Firma Hofadetec, das sollten ja wahrscheinlich der eine oder andere kennen, und bin da im Haus für die Excel-Line verantwortlich. Ja, die Excel-Line, habt ihr ja unten sicherlich auch schon gesehen, ist ein Designstativ, wo man alle Audio-, Video- und Lichtanwendungen mit abbilden kann und ist halt extrem universell einsetzbar. Das Ganze ist natürlich in bei kleinen Gala-Veranstaltungen oder sonstiges sind optische Ansprüche natürlich immer wichtiger und immer häufiger gefragt. Und um das Ganze halt vernünftig abbilden zu können, haben wir uns dann dazu entschieden, so ein bisschen ein Designstativ zu entwickeln. Das ist halt häufig dann vonnöten, wenn ein Traversenkonstrukt nicht gestellt werden kann oder ein Stativ halt auch so an sich keinen Sinn macht, wenn man kein Kabel sehen darf oder sonstiges. Und genau, da haben wir uns dann an die Entwicklung gemacht und haben halt ein paar Konkurrenzprodukte, verschiedene Stative mit unterschiedlichen Belastungen, unterschiedlichen Höhen, die natürlich optisch nicht ganz so ansprechend aussehen wie die Excel-Line. Dann haben wir uns halt an die Entwicklung gemacht und Vorgaben waren halt, dass wir eine komplett werkzeuglose Montage haben, ein einfaches Stecksystem und halt eine ruhige, unaufgeregte Oberfläche, sodass man es halt wirklich schön im Raum integrieren kann. Und das Ganze ist natürlich auch statisch berechnet und ich glaube, das ist uns dann durchaus geglückt, da was Schickes auf den Markt zu stellen. Und ja, das ist die Excel-Line. Die Excel-Line ist halt ein Set-Gedanke. Das untere Set, wie ihr da sehen könnt, mit der großen Bodenplatte und den Verlängerungen, wiegt insgesamt so ca. 60 Kilo, was ja eigentlich recht wenig ist für den Markt und komplett aus Aluminium halt gebaut ist. Dann haben wir jetzt nochmal den genauen direkten Vergleich zu dem alten Standard am Markt und unseren neuen Industriestandard-Stativen. Ja, wir haben da halt eine klassische Farbgebung bei der Excel-Line. Wir sind dabei RAL 7035, das ist lichtgrau, das fügt sich halt super gut in irgendwelche Räume ein. Wir haben halt bewusst nicht weiß genommen, weil das wäre halt auffällig und wirklich auch schmutzanfällig. Jetzt kann man die Excel-Line sogar mit dreckigen Händen packen und irgendwie sieht man dann sofort jeglichen kleinen Fleck drauf, was auf jeden Fall von Vorteil ist. Für Monitore können wir das Ganze dann natürlich auch. Wir haben einen Displaykopf, wo wir den Display halt entsprechend dranhängen können und diesen auch neigen können. Wir können da bis zu 3 Meter hoch bauen und 90 Zoll Screen dranhängen oder 125 Kilo, je nachdem, was halt zukommt. Das Ganze, wie gesagt, natürlich auch statisch berechnet und fügt sich halt auch super in jegliche Räume ein. Ja, dann kommen wir jetzt hier zu der Weltpremiere auf den Innovation Days. Wir haben ja zusammen mit den Lilis die Excel-Line einfach für L-Akustik entwickelt und ist halt quasi, baut auf dasselbe System aus wie der Grundgedanke der Excel-Line. Das ist halt ein Set. Man kann jegliche Verlängerung von den Sets für alles benutzen und daraufhin haben wir uns dann halt auch wieder die Gedanken gemacht, wenn man keinen Gabellift oder sonstiges da hinstellen möchte oder das Ganze auch nicht stacken möchte, wie man dann halt schick und elegant eine Excel-Line eine Lautsprecherserie irgendwo in eine Veranstaltung einstellen kann. Ja, dann haben wir uns da halt auch wieder an die Entwicklung gemacht. Wir sind dann halt auch an den Punkt gekommen, dass wir mit einem 35 mm Zapfen da nicht weit kommen bei größeren Arrays. Die haben ja alle diese Aufnahmen nicht mehr. Dann haben wir ja spezielles Rigging vom Hersteller, was wir dann da halt entsprechend verwenden müssen. Und dann gibt es halt da die alten Varianten, dass man das Ganze halt entweder auf dem Sub stackt, schleppt man halt auf die Sprachbeschallung irgendwie recht unnötig viel Wessel mit sich herum. Und dann haben wir da noch diese kleinen Stative, die halt aber maximal 3 Lautsprecher aufnehmen können und dann ist da halt auch schon irgendwie wieder Feierabend und ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und genau, dann haben wir uns wieder an die Entwicklung gemacht, hatten da genau dieselben Vorgaben, nur dass wir keinerlei Rigging vom Hersteller benutzen wollen, sondern das System so wirklich komplett spielfertig angeliefert wird, dass man es halt einfach standardmäßig so mit einem Lautsprecher benutzen kann. Und das ist dann letzten Endes das Ergebnis. Wir haben halt auch wieder keine Kabel sichtbar. Das Ganze wird im Inneren des Rohrs verlegt und unter der Bodenplatte hergezogen. So hat man halt die Kabel wunderschön verschwunden. Genau, also wir brauchen jetzt auch keine Bässe mehr. Bei Sprachbeschallung ist es ja auch häufig definitiv unnötig, da noch einen Bass mit beizustellen. Das Ganze funktioniert auch ohne. Wir müssen da nicht zusätzlich ballastieren. Von daher sind wir da auf jeden Fall
super flexibel im Einsatz. Und das Ganze bieten wir für Kiva, Siva, Kara und das Arx an, White and Focus. Beim Arx ist noch besonders, dass wir das Ganze auch um 180 Grad drehen können. Also wir können halt White and Focus mit einem Stativ abfrühstücken. Ist allerdings dann halt ein bisschen beschränkt auf drei Lautsprecher, weil da gewichtstechnisch natürlich dann nicht allzu viel möglich ist. Ja, zu kaufen gibt es das Ganze natürlich auch noch. Wie man sicherlich alle wisst, bei Wilhelm und Wilhelm. Gut.